So, hi Leute, willkommen zurück zu Dust in Elysian Tale. Hier ist der Balas und es geht weiter auf der Suche nach einem von den vier Anwesen. So. Und diesmal kann er mir gar nichts. Ha, sehr schön, genauso mag ich das. So muss das laufen. Den schön demontiert. Und kein ewiges Rumgeschlachte hier. So. Sehr schön. Balas ist glücklich. Ich weiß gar nicht, hatten wir das Stück hier schon mal gemacht? Und das war der zweite, der mich letztes Mal dann das Leben gekostet hat. So. Und das war's für den. So, an Grab niederknien. Hm. Bei ihrem Grab. Woran erkenne ich ihr Grab? Hier. Nein. Ah, mit den Rosen. Da hatte ich doch irgendwo ein Grab, wo... Noch mehr von der Sorte. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja wohl nicht euer Ernst hier, oder? Sag mal. Glaub's ja nicht. Lass mich raten, hier kommen nochmal 5 solche Viecher. 3 gleichzeitig oder so. Das wäre mal was. Das wäre mal hier eine super geile Abwechslung. Nimm das. Arschloch. Ah, oder ein paar Bienen. Bienen sind auch immer gut. Danke. Lebt ihr noch? Den Sprung auch noch mal ein bisschen. Hey, der Händler. Moin. Ah, hello again, my friend. I suspected you would return. Ich mag die Stimme irgendwie von ihm. Oh, hier. Eiscreme. Halt, Verbrennung! Das ist mein Essen. Gib mir davon. So. 15. Und noch was den Schaden erhöht. Tüdelülü. So. Ja, das dachte ich mir, dass du dich darüber freust, wenn ich was bei dir kaufe. Ich gebe mein Geld doch gerne bei dir aus. Das ist die beste Ware im ganzen Land. Weit und breit. Außer wenn Rumpelstießchen kommt. Der hat natürlich bestes Zeug. Ich kann aus Stroh Gold machen. Ich meine, wie cool ist das denn? Oh, hier ein Zettel. Das Café. Kehre ins Nebelhorn-Café zurück, wenn es nicht zu viele Umstände macht. Es könnte ein unangenehmes Wiedersehen geben. Und wenn es dir zu viele Umstände macht, geh trotzdem ins Nebelhorn-Café. Okay. Ich habe ihn gesprengt. Haben wir noch Schlüssel? Jawohl, natürlich haben wir noch Schlüssel. Oben, oben, unten. Ha. Das, du kannst mich verarschen, ha? So, lecker Hot Dogs, heiße Runde. Warum heißen die Dinger eigentlich Hot Dogs? Ich meine, wurden die früher wirklich aus Hunden gemacht? Das wäre geil. Bauplan. Wie soll ich da hochkommen? Hm. Nee. Das geht so nicht. Ah, da kommt, muss man irgendwie anders hochkommen. Und ich weiß nur nicht wie. Wie immer. So. Tüdelü, einmal hier alles zerfetzen. Kleine Einzelteile zerlegen. So kennt man das von Balas. Alles macht er kaputt. Tut ihm nicht mal leid, weißt du, das ist voll schlimm mit dem Kerl. Okay, da hinten sind irgendwelche Häuser wieder. Das ist eins von den Anwesen. Hier ist noch eine Kiste. Okay. So, links, rechts, rechts, unten. Oh, was? Oh, den Bauplan für den Satan habe ich gefunden.
Ich will das. Ich will das. Ich brauche noch so komische Totenkopf-Dinge. Dann müssen wir noch ein paar Gegner platt machen. Geil. Okay, hier haben wir eine Nachricht des Dieners. Notiz des Dieners. Heute Morgen klang schrecklicher Lärm vom Anwesen unseres Nachbarn herüber. Als ich oben aus dem Fenster schaute, um zu gucken, was los war, sah ich drüben genau denselben Offizier. Seine Soldaten zerrten unseren Nachbarn weg und schrien dabei etwas von Mondblüter-Sympathisanten. Als ich Meister... Was? Als ich Meister Kane davon erzählte, bot er mir den Lohn für eine ganze Woche an, wenn ich nie wieder davon sprechen würde. Schau mal, jetzt kommt doch bestimmt gleich wieder so eine Fluchtszene, oder? Da brauchen wir es zum Sprengen. Ja, natürlich. Hilfe! Geh weg! Geh weg! Du Mistzack! Warum ist er so schnell? Ja, aber nicht so schnell! Und er ist grün! Nein! Geh weg! Lass mich in Ruhe! Nein! Nein, Geister! Böse Geister! Ich hasse Geister. Wer findet sowas? Okay. Puh. Wir haben einen Spazierstock gefunden. Aber ich kenne Doppelsprung. Jetzt ist er natürlich weg. Ja, und hinterlässt mir solche Gegner hier. Jawohl. Genau so, wie ich es mag hier. So. Arschgeigen. Nicht mit mir. Ich hasse euch. Ich hasse euch sowas von sehr, so sehr. So. Ich hoffe mal, dass ich noch einen Doppelsprung krieg, weil irgendwie... Sonst kriege ich nämlich Probleme, glaube ich. So. Hui, tschick. Ja, natürlich kommt noch was. So. Geht doch. Arschgeigen. Spooky Sounds. Also, es ist schon ein bisschen gruselig hier. Ich meine, mit den ganzen Viechern hier, ne? Also, Geister und so. Ich meine, fürchtet ihr euch denn so ein bisschen vor Geistern? Das wäre auch mal interessant. So allgemein, also so ein bisschen... Seid ihr so ein bisschen horroranfällig oder eher nicht? Das wäre auch mal was. Oh. Bam! Was? Warum haben wir uns gegenseitig zurückgeschlagen? Bams! Ich glaub's ja nicht. Das Fisch ist gut. Was? Du Arschloch! So. Dann sprengen wir dich halt. Mensch, sag mal. Der andere war nicht so schlimm. So. Geheimnisvolles Wand tun. Okay, ich habe einen Schlüssel. Glück gehabt. So, da. Einmal aufmachen. Nee, also so allgemein, so Geister. Ich mag sowas, ja. Ich grusel mich ja gerne ein bisschen. Finde ich total klasse. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, schauen wir mal. Was war das jetzt hier für ein Bauplan, den ich hier gefunden habe? Oh, ich will das Ding haben. Eins brauche ich noch. Ein so ein Schädelding. Und, oder war das hier was? Ein Bauplan für irgendwas da. Den haben wir. Nee. Okay. Nee, weil allgemein, ich finde halt... Oh! So, komm. Gib mir dicke. da war ein Sprengding. Moment. Moment, wir haben... lecker Eiscreme. So.
Haha, gegen Verbrennung hilft das immer. Geht es hier nochmal weiter? Ja, wahrscheinlich nicht so. Das heißt, wir haben diesen Part abgeschlossen. Komm, komm, heil mich mal noch ein bisschen so zur Hälfte voll. Also diese Heilplattform, genau. Wiederbelebung. Speicherpunkte heißen die Dinger. Verdammt, noch eins. Helfen einem also, sich zumindest halb aufzufüllen. Pam! Ich mag das irgendwie am liebsten. Was einfach die größten Kombos zur Folge hat. Huch, der wollte noch mit treten, ich hab's genau gesehen. Ja, genau. Minch! Gute Minka hilft immer. Ach nee, Moment, das war ein anderes Spiel, Entschuldigung. Minka war aber auch cool. Das war voll der coole... Also das war ein ziemlich cooler Charakter, finde ich eigentlich. Bam, bam, bam! Ist hier noch jemand? Lebt da noch irgendwas? So, komm, Fidget. Einmal Feuer öffnen. Moin, Jungs. Wie geht's euch? Ich hoffe, nicht gut. Das würde mich sehr freuen. So, jetzt kommen bestimmt gleich wieder die drei Totenbeschwörerviecher. Ja, natürlich. So, komm. Geh sterben. Das ist wunderschön, dass die jetzt doch relativ fix tot gehen. Also man sollte sich nicht wirklich... Es ist nicht nachahmenswert. So zu spielen wie ich. So, komm. Bam. Machen wir Schluss. Geht doch. Habe ich genug? Habe ich genug für das Waffen-Upgrade? Yo. Piff-paff. Ich will ausrüsten. Ich will ausrüsten. Bam. Na, ah, jetzt. Der Ballast ist glücklich. Sehr glücklich. Möchte hier noch jemand ein bisschen Liebe mit mir machen? Ich habe genug Liebe für alle da. Und ein Schwert. So, einmal hier ein bisschen. Und das war's. Der sieht nicht gut aus, der Kollege. So, da haben wir wieder ein Level Up. Du wisst ja, jetzt können wir ja wieder ein bisschen... Ja, doch, komm. Angriffskraft. Power. So. Mehr Power als mehr CC. Alles andere ist für Weicheier. Ja. Die kommen gar nicht dazu, mir Schaden zu machen. Hey, halt. Eieiei. Das hätte schief gehen können. Hey, nicht weglaufen. Feiger Hund. So. Machen wir mal hier ein paar neue Sachen von Fidget. Bisschen mit Feuerbällen schießen und so. Pam! Wirbel nicht so rum, Arschloch. So, ich sollte immer ein bisschen Auge mit auf mein HP haben. Ich bin doch ein bisschen sehr anfällig. Huch, komm ich jetzt raus. Bin ich hier runtergesprungen. Achso, ja, okay. Ja. Ich hab's wieder halbwegs unter Kontrolle. Huiuiuiui. So, einmal ein bisschen heilen hier bitte. Danke. So, hallo, ich hab schon zwei von den Sachen gefunden. Please, find those items. Okay, dann gehen wir jetzt weiter nach rechts. Da, wo wir letztes Mal so wunderschön gefehlt haben. Nein, natürlich haben wir nicht gefehlt. Das war alles genauso geplant.
Ich habe das Gefühl, ich kriege hier einen Geist als Endgegner. Ich hoffe es eigentlich, weil Geist verkloppen ist bestimmt auch lustig. So. Einmal du. Bams. Bam. Brenne. Alles soll brennen. Das macht ganz schön das Bild voll eigentlich. Okay. Also das hat ja dann, die Verbindung praktisch gehalten. Genau, ich erinnere mich. Wenn ich das Pedast-Tornado verbessert habe. Ungefähr so. So, einen hässlichen Anhängerbauplan. So, der war einfach. Ich weiß, er hat mich getroffen. So einfach kann es gar nicht gewesen sein. Ja, scheiße. So. Einmal hier. So. Hier geht doch. So. Hier ist das Grab niederknien. Ui. Ich habe hier wirklich irgendwas Verstecktes gefunden. Hallo? Oh, ein Freundeskäfig. Ich habe nicht genug Schlüssel. Nein. Nein. Oder da hängt doch noch was im Regal. Verdammt. Du Depp. Also da unten haben wir einen Freund zu befreien, für den wir nicht die Schlüssel haben. Das hat bestimmt irgendwas mit Rosen zu tun. Was fällt mir für ein Indie-Game-Typ ein mit Rosen? Eigentlich keiner, das ist das Problem. Achso, das gehört zu dem Ding, das ist gar kein Item zum Einsammeln. Mhm. Rosen, Rosen, Rosen. Twisted Fate? Nein. Dante? Nein, eigentlich auch nicht. Obwohl Dante aus Devil May Cry, lass mich lügen. Welcher Teil war das? Der vierte müsste es gewesen sein. Ah, endlich hört der scheiß Regen auf. So. Hey, du lebst ja noch. Hör nicht hier, Freundchen. So. Das war eine schöne Blitze. Rosen, Rosen. Okay. Nur mit den Blitzen, das lässt sich aber auch nicht so schön machen. Da ist eigentlich der normale... Der normale Schuss von Fidget angenehmer. Ich hätte hier gerne ein bisschen so na, Heilung, wenn ich Gegner hau. Das wäre auch schön. Huch. Was macht ihr denn hier? Ein Anhänger des Heiligen hat er gedroppt. So. Feuer öffnen auf den Typen. So. Ein bisschen mehr Feuer öffnen auf ihn. Kriegen wir alle kaputt. So. Blaue Pilze. Na. Lass mich raten. Als nächstes kommt wieder ein Sprengtyp. Ach nee, eine Sumsebiene. Oh, und kein Sprengtyp im Anschluss. Was ist denn da los? Kein Sprengtyp im Anschluss. Ich hasse euch. Scheiß Totenbeschwörer-Typen. Der erste war ja noch lustig, auch weil er damals noch ein bisschen länger gelebt hat, aber jetzt zwischen gehen ja nur auf ein Ei, auf die Eier. So.
Hier, sag mal. Würdest du bitte? Danke. So. Wo sind wir jetzt? Oh, eine Prüfung. Sehr schön. Die machen wir jetzt noch und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Ah. Okay, das ist eine Laufprüfung. Ach so, da muss ich reinspringen. Oh, sag mir das doch einer. Kann man ja nicht riechen, ne? Fidget, du musst nicht gegensteuern, du musst mitsteuern. Geh mit dem Wind. So. Jetzt kommt der Kampfteil. Wunderbar, wunderbar. Okay. Okay. 7500 Punkte und da ist das Ziel. Und wir sind durch. Und wir waren schlecht. Ja, immerhin 2 Sterne. Also 3 eigentlich, weil bei 0 Sternen, 0 Punkten kriegt man auch Sterne. 9000. Oh, lecco mio. Wie soll das denn gehen? Ja, danke. So, da gibt es einen Ring dafür, einen Meisterring der Wachsamkeit, den wir schon haben. Dann können wir jetzt wieder gehen. So, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Auf die Sorgenwiese. Den machen wir noch kaputt. So. Das war's. Und bis nächstes Mal. Ciao.